Mädel, Leute, Serplen hier. Heute geht's um was, was mich wirklich hart anpisst. Ja, das sind aber diese deutschen Meme-Seiten. Seiten, die einfach versuchen, deutsche Meme-Kunst zu machen. Und dabei so grottig verfehlen. Also ich habe jetzt nicht allgemein was gegen beschissene deutsche Meme-Seiten, aber die werden halt einfach so in die Fresse gedrückt. Das ist halt nicht so nice Sachen wie ich Il oder so, sondern halt diese älteren Facebook-Witze mit 2012 Meme-Templates, die einfach jeden Tag 50 von den Drecksteilen rauskloppen auf Instagram, Reddit, was auch immer. Und damit Erfolg haben, so. Ich folge denen nicht. Ich like nie ein Bild von denen, weil ich das immer unlustig finde, aber Instagram, hey, du magst englische Memes hier und nimm ganz viele deutsche. Oh, du likest die nicht, du scrollst einfach weiter. Hier noch mehr. So, es juckt mich halt null. So, das ist halt nicht das, wofür ich Social Media habe. Ich will nice, freshe, spicige Memes. Gib mir spicy Memes. Ich will nicht diese ausgelutschten Trollface-Dreckskack-Scheiße, die irgendwie vor 50 Jahren oder so beliebt war, wo jetzt irgendwelche Mütter drüber lachen. Gebt mir Pepe, Leroy Jenkins, spicy Memes, nicht diese ausgelutschte Scheiße. Es ist halt einfach nur. Es pisst mich halt wirklich auf einem persönlichen Level an. Weil ich irgendwo mit dieser Meme-Kultur groß geworden bin, mit Trollface und die ganzen Scheiße, ne? Aber es fuckt mich halt einfach so ab, weil ihr seid schon seit 5 Jahren nicht mehr witzig, Minimum 5 Jahre. Das ist dann immer witzig und trotzdem so. Jetzt fangen mal die ganzen Mütter an, das lustig zu finden. Früher waren es die Minions, wo irgendwie jede Scheiße drüber gelacht wurde, weil, das ist ja witzig. Minion-Memes sind die beschissenste Scheiße ever. Und jetzt ist es halt einfach das Trollface und die ganze Scheiße. Wo ich halt wirklich einfach mich frage, schaute sich das ein junger Mensch an, ohne dabei irgendwie die Portion Cringe seines Lebens zu bekommen. Das ist so ein Cringe-Content. Ich meine, Memes auf Deutsch sind halt wirklich leicht zu machen, ne? Klar, amerikanische Memes wird man wahrscheinlich damit nicht toppen, aber holy shit, die kann man relativ einfach machen, so, ne? Ist jetzt nicht so schwer, Meme-Template zu nehmen, ein bisschen Text drauf zu klatschen oder so. Und du hast ein spicy Meme. Wenn du nicht ein Meme-Template aus dem letzten Jahrtausend benutzt, das schon komplett ausgelutscht ist. Ja, ist auch irgendwie ein Problem, aber dass irgendwie jetzt so jedes Meme ausgelutscht wird, innerhalb von 3 Sekunden, aber dafür mache ich vielleicht noch das Video oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt wirklich so. Es fuckt mich einfach ab. Ja, ich scroll so durch meinen Instagram-Verlauf. Dank-Memes. Spicy-Memes. Oh, scheiße, ein deutsches Meme, Bruder, verpiss dich. So. Die sind halt zum Teil so beschissen, dass sie einfach nicht mal den Sinn des Meme-Templates benutzen, sondern einfach irgendwelche irrelevante Scheiße drüber schreiben. Das, was mich jetzt aber am meisten abfuckt, die öffentlich-rechtlichen, also Funk, das ist eine YouTube, keine Ahnung, Partei, also die unterstützen halt YouTube-Kanäle, sowas wie die Reporter, Walule, so ein Shit. Ne? Diese Typen finanzieren jetzt so eine Instagram-Meme-Seite.
Leute kriegen von den öffentlich-rechtlichen Geldern Geld dafür, beschissene deutsche Memes zu machen. Und das ist halt einfach... Diese Seite ist 90% einfach irgendwelche Klimaschutz-Scheiße, wo man Templates aus ihrem Kontext reißt. Und die restlichen 10% sind einfach nur aus dem Kontext gerissene Meme-Templates ohne Klimaschutz. Alter, das ist... In was für einem Zeitalter leben wir, in dem ZDF und ARD fucking Meme-Seiten sponsoren? So. Die bezahlen Leuten Geld, dass sie Meme-Templates hochladen und shit, ne? Ich meine, die Memes sind nicht mehr gut, so. Die kriegen einen Haufen Hate, aber ja, ne? Funktioniert ja. Die Seite hat ganze 9000 Follower. Ich krieg deren scheiß Memes andauernd in die Fresse geklatscht. Alter, es ist halt wirklich ein Abfuck mittlerweile. Naja. Ich will jetzt auch nicht irgendwie noch lange rumheulen. Ihr habt meinen Punkt gecheckt. Macht keine deutschen Meme-Template-Seiten. Wenn ihr so macht, benutzt die Templates richtig. Na dann jetzt. Bitte deabonniert mich, disliked mich und deaktiviert die Glocke. Ach ja, und bleibt toxisch. Ciao.